Damen und Herren, liebe Freunde, es freut mich, Sie im Namen des Republikanischen Clubs und der Theodor-Kramer-Gesellschaft in Kooperation mit dem Jewish Welcome Service Vienna begrüßen zu dürfen, zu einem Abend mit der Familie Kellner Arnold Amit. Und da fällt mir immer gleich ein, wenn Freunde aus Israel da sind, die einen Bezug auch zu Wien haben, dann ergibt sich sofort ein ganzer Knäuel von Verflechtungen mit Menschen, die man kennt, mit Dingen, die einem von Bedeutung sind. Zum Beispiel ist dann Arnold verheiratet mit Ilana. Und Ilana, wie ich gerade erfahren ist, kommt aus, von den Eltern her aus Vilnius. Und wir haben ja eben das Buch über den Feldwebel Anton Schmidt, einen Gerechten unter den Völkern, der in Vilnius, weil er Juden gerettet hat, von der Wehrmacht exekutiert worden ist, herausgebracht. Das wird übrigens übernächste Woche in Wien präsentiert. Ich habe das dafür eh schon agitiert, aber es ist mir natürlich sehr wohl, diesen Anlass dafür nützen zu können. Aber das zeigt sofort, es entstehen Verbindungen. Das ganze Geflecht Kellner Arnold Amit ist mir natürlich noch nicht geläufig, aber es handelt sich, wie es scheint, um eine Familie von durchaus begabten, literarisch versierten Menschen. Der Großvater, wird er im Vornamen geheißen, der Leon Kellner, war Anglist, Schriftsteller, wissenschaftlicher Publizist und ein Freund Theodor Herzls. Die Tochter, die dann nach Israel gekommen ist, Paula Arnold, auch eine literarisch versierte Person, Pädagogin und Schriftstellerin, auch Lyrikerin, auch von der wir auch schon einen Teil ihrer Erinnerungen inzwischen weit veröffentlicht haben. Und dann Arnold, der verstorbene Sohn von Theodor Arnold. Teddy Arnold. Der ist da. Der Sohn, auch ein begabter Schriftsteller. Wir haben aus seinen Erinnerungen eine Passage ins Deutsche übersetzt, jetzt in der aktuellen Zwischenweltnummer, die dort liegt. Und ebenfalls ein Gedicht mit dem geheimnisvollen Titel um die Buhecke. Und erst gestern ist mir klar geworden, was damit gemeint war, als ihr bei mir wart, dass es sich natürlich um Buddha Bär geht dabei, eines der berühmtesten Kinderbücher der Welt, das sozusagen da ein Universalerfolg war. Und dieses Buddha Bär scheint für Teddy Arnold sehr stark mit seiner Kindheit in Wien und Jugendkindheit, müsste man eher sagen, mit seiner Kindheit in Wien verbunden gewesen zu sein. Dann Daphne Amit, selbst Übersetzerin, durchaus von bedeutenden Autoren ins Hebräische. Davon wirst du ja selber erzählen können. Und dann Arnold, der, mit dem ich mich gestern über die diversesten Jahreszahlen gestritten habe in der Geschichte. Zum Teil resultiert es vielleicht auch daraus, dass du Reisebegleiter nebenbei oder hauptsächlich ausübst. Und aber doch, was man sofort merkt im Gespräch, dieses universale Interesse an den verschiedensten Materien, dieses Streben nach einer allgemeinen Bildung und Einsicht, also eine selbstverständliche Intellektualität, welchen Beruf man immer ausübt. Und damit übergebe ich an Evelina Drucker. Guten Abend. Ich begrüße Sie zu dem heutigen Abend und möchte mich gleich vorweg bei drei Organisationen bedanken, die am Zustande kommen, die das oder diesen Abend ermöglicht haben. Beim Republikanischen Club, bei der Theodor-Kramer-Gesellschaft, dessen Sekretär Sie gerade gehört haben, und beim Jewish Welcome Service, dessen Generalsekretärin hier bei uns ist und die Geschwister nach Wien eingeladen haben. Das, wie schon angedeutet wurde, stammen Dan und Daphne aus einer
ganz besonderen Wiener zionistischen Familie ab. Der Urgroßvater Leon Kellner stammte allerdings aus Tarnow, kam dann nach Wien, er hat in Deutschland studiert und hat auch, er hat eine religiöse Kindheit, er hat dann am Breslauer rabbinischen Seminar kurz studiert und hat dann allerdings sich entschlossen, nicht Rabbiner zu werden, sondern er hat dann englische Philologie studiert, wurde einer der bekanntesten und bedeutendsten Anglisten seiner Zeit. Vor allem war er bekannt als Shakespeare-Forscher. Und mit dem Auftreten von Theodor Herzl in der Öffentlichkeit hat er sich auch der zionistischen Bewegung angeschlossen. Er war im Sommer immer in England, hat weiter seine wissenschaftliche Laufbahn verfolgt, hat sehr viel publiziert, auch in der Neuen Freien Presse, und hat dann allerdings, weil er in Wien keine Professur bekam eine außerordentliche Professur in Czernowitz. Er hat dann einige Jahre in Czernowitz gelebt und gelehrt, zum Teil mit seiner Familie, und er hat sich dann auch in Czernowitz politisch betätigt, hat den jüdischen Volksrat gegründet und war dann auch einige Jahre lang Landtagsabgeordneter. Und er hat sich in Czernowitz und dann auch wieder in Wien auch in der Erwachsenenbildung engagiert. Er hat die Tollenbihalle gegründet, mitbegründet in der Denisgasse im 20. Bezirk, die sehr viele wöchentliche Abendveranstaltungen für die jüdische Bevölkerung des 20. Bezirks und darüber hinaus organisiert hat. Er hat dann ein kleines Buch produziert, Theodor Herzls Lehrjahre, das wir hier haben, und er hat dann auch die zionistischen Schriften von Herzl herausgegeben. Ein Habilitationsversuch an der Universität Wien ist gescheitert und er hat dann nach 1918, da kam er aus Czernowitz zurück und hat dann gearbeitet als englischsprachiger Sekretär des österreichischen Bundespräsidenten, und er ist 1928 gestorben. Er hatte drei Kinder, sein ältester Viktor, er ist nicht zu verwechseln mit Viktor Kellner, dem gleichnamigen Direktor des Reichsgymnasiums, der aus Böhmen stammte. Viktor Kellner ist schon 1920 nach Palästina ausgewandert, als Landwirt in Benjamina. Und er hatte zwei Töchter, Dora Sophie und Paula, die schon erwähnt wurde. Paula hat ebenfalls hier studiert, war dann Lehrerin am Reichsgymnasium, ist ebenfalls früh nach Palästina ausgewandert, hat dann durch den amerikanischen Schriftsteller Mencken, hat sie sehr viel für amerikanische Zeitschriften, auch für die Baltimore Sun geschrieben und auch für die deutschsprachige Presse in Palästina. Und sie hat sich auch konzentriert auf Beschreibungen über die israelische Natur, die Fauna und Botanik. Und wir haben hier ein Buch von ihr, Israel Nature Notes. Und Dora Sophie ist vielleicht einigen bekannt, denn sie hat den deutschen Philosophen Walter Benjamin geheiratet. Und wir wissen aus den Briefen, dass die Familie Kellner das Ehepaar unterstützt hat. Die Ehe hat allerdings nicht gehalten, sie wurde später geschieden. Wir haben hier ein Buch Benjaminianer, da gibt es ein sehr schönes Foto von Dora Sophie, das können Sie anschauen. Und das Ehepaar hatte einen Sohn und sie hat später dann eine Pension geführt und hat nie in Palästina gelebt. Ich möchte noch sagen, dass es gibt momentan gerade eine kleine Aufstellung über die Bibliothek des Jüdischen Museums, und Kellner hat im Laufe seines Lebens auch einmal kurzzeitig für diese Bibliothek gearbeitet. Und Paula hat Erinnerungen geschrieben, die teilweise in einer Zeitschrift veröffentlicht wurden, und der Großteil, sie sind dann auch in der hebräischen Übersetzung erschienen, aber in Buchform nur in hebräischer Sprache. Und wie erwähnt, es gibt dann einen kleinen Auszug aus der Zeitschrift, in der Zeitschrift Zwischenwelt. Jetzt wird Dan Arnold ein sprechen und danach Daphne, und danach wird es Fragen geben und zwischendurch auch Fragen von dir. Bitte schön. Dankeschön. Ja, es wäre vielleicht besser. Ja, guten Abend. Ein Mikrofon vor meiner Nase ist etwas ganz Natürliches für mich.
Aber nachdem die Frau Adunka schon die ganze Familie vorgestellt hat, bleibt mir nicht mehr viel übrig, aber ein bisschen werde ich noch. Also meine Kontakte mit Wien. Ich würde beginnen mit der Sprache. Ich weiß nicht, ob Sie... Ich bin 34 geboren, das heißt 46, 48, also war ich in meinem Pubertätsjahr. Und ich weiß nicht, bin nicht sicher, dass Sie eine Idee haben, wie es damals in Palästina, was heute Israel heißt, ja, ich will jetzt nicht politisch gehen, also ich sage nur, damals hat es Palästina geheißen, das war ein Land, ein britisches Mandat, ja, nach dem Völkerbund 1921, wo die Franzosen und die Engländer den Mittleren Osten unter sich aufgehackt haben, sagen wir mal. Also das Erste würde ich sagen, dass ich, wie ich geboren bin, meine Muttersprache war Deutsch, obwohl ich in einer total hebräischen Gegend gelebt habe, weil ich war der Erstgeborene. Wie sagt Kishon, Israel ist das Land, wo die Mütter die Muttersprache von den Kindern lernen, ja? Und das stimmt, in gewissem Maße, ja. Und die ersten zwei Jahre lebte ich mit meinen zwei Eltern, da mussten die haben Deutsch gesprochen, aber Hochdeutsch. Sie hören bei mir nicht sehr viel Wienerisch, glaube ich. Und mein Vater hat mir das mal später, viele Jahre später erklärt. Er hat gesagt, in Wien haben die Juden, die in Wien gelebt haben, sehr viel Gewicht darauf gelegt, dass die Kinder Hochdeutsch sprechen. Warum? Damit, falls sie später in eine deutsche Uni kommen, dass sie weniger Probleme haben, ja, sagen wir mal so. Ja, dann mit zwei Jahren haben sich meine Eltern geschieden. Da habe ich zwei Jahre gelebt mit meiner Großmutter und meinem Großvater. Meine Großmutter, die Paula Arnold, die erwähnte, die hat einen sehr starken Einfluss auf mein Leben. Ich werde das später etwas näher erklären. Und dann hat mein Vater wieder geheiratet. Und da habe ich, das ist eigentlich die Mutter von der Daphna. Biologische Mutter von der Daphna, aber nicht meine biologische Mutter, die mich großgezogen hat, ja. Wie ich 5 Jahre alt war, da habe ich hier, wie soll ich sagen, habe ich sehr viel genörgelt, ich will wissen, wie man schreibt. Und da hat sie mir ein Heft gegeben und alles, was in der Küche war, hat sie mir aufgeschrieben, ich habe es nachgeschrieben. Mit 5, 5,5 konnte ich fließend Deutsch lesen und schreiben. Also nicht Goethe, ja, aber normales Deutsch. Ja, das ist ungefähr der Anfang von meinem Zusammenhang. Leider kann ich Ihnen über Leon Kellner nicht sehr viel sagen, weil ich habe ihn nicht gekannt. Er ist ja 6 Jahre vor meiner Geburt gestorben. Ja? Ich habe nur Geschichten da und dort, einige Anekdoten und so weiter gehört, was mir meine Großmutter immer wieder erzählte, war, wir haben ganz viele Ausflüge gemacht im Wienerwald und so weiter. Und er kannte jeden Baum, jede Blume, jedes Tier und das hat er immer weitergegeben. Seine Frau, die Anna, hat auch ein Buch über ihn geschrieben, das können Sie, wenn Sie wollen, mal lesen. Und meine Großmutter war eine der ersten Frauen, die, was hat sie gemacht? Also, auf die Universität Philologie bitte? Und auf die Universität das, in Wien. Ja, in der Universität in Wien. Damals konnten Frauen nicht so auf die Universität gehen. Hat gelernt Lehrerin und hat 4 Jahre, glaube ich, im Chais-Gymnasium gelehrt. Sie war Englischlehrerin. Und das ist wichtig, weil für mich war das wichtig. Weil später, als ich 7, 8 Jahre alt war, hat sie gesagt, so, jetzt musst du Englisch lernen. Jetzt, ihr Vater, der Leon Kellner, war ja sehr stark mit England verbunden. Ja? Jeden Sommer war er in England, jedes Sabbatical, wie sagt man auf Deutsch, Sabbatical-Jahr? Sabbatical-Jahr. Sie ist die ganze Familie nach England, die haben sich dort eine Wohnung gemietet und das heißt, die Kinder sind mit englischer, schon fertig? Mit englischer Sprache aufgewachsen und mit englischer, wie soll ich sagen, die haben die Engländer sehr gut gekannt. Und wie ich 7, 8 Jahre alt war, hat sie beschlossen, dass ich Englisch lernen. Das ist nicht so gut gegangen.
müssen bedenken, damals und vor allem später, ab 1945, waren die Engländer die größten Feinde von den Juden in Israel. Das wissen nicht alle Leute. Vielleicht haben sie mal Exodus gelesen, ja, aber das, da, hinter der Exodus ist noch ganz viel. Ich werde vielleicht später noch ein oder zwei Sachen erzählen. Ja, und da hat sie gesagt, ich muss Englisch lernen und das ging nicht. Und da hat sie gesagt, so, wie ich so 10 oder 11 Jahre alt war, hat sie gesagt, so, jetzt wirst du anders Englisch lernen. Sie hat mir einen Krimi gegeben von der, wie hat sie geheißen, die berühmte Engländerin? Agatha Christie. Ich erinnere mich noch an den selber an. Dachte, du setzt dich hier ins Fauteuil. Ich arbeite an meinem Schreibtisch, das war daneben. Und wenn du ein Wort nicht kennst oder nicht kannst, dann fragst du mich. Dann musst du kein Wörterbuch. Ja, heute gibt es Computer, aber damals brauchst du kein Wörterbuch suchen. Du fragst mich und ich sag dir. Und so habe ich Englisch gelernt. Da habe ich begonnen, viele englische Bücher zu lesen. Meine Aussprache war absolut falsch, weil sie war deutsch. Ja, das sind ja die Lateinbuchstaben, aber Englisch spricht man anders. Später habe ich das natürlich dazugelernt. Ja, vielleicht über den Leon Kellner, damit sie, der war nicht nur Professor, der hatte auch einen ganz großen Humor und da hat mir mein Vater mal erzählt, darf man doch einen Witz dazwischen rein tun, nicht? Ja. Gut. Also, mein Großvater, Urgroßvater nahm sein Enkelkind, also meinen Vater, einmal die Woche und sie aßen zusammen Mittag in einem Restaurant in Wien. Und da hatten sie natürlich zu zweit viel Zeit zu sprechen und so weiter. Und einmal erzählte mir mein Vater, da hat er mehr Brot wie sonst gegessen zum Mittagessen. Und als sie fertig waren, war damals Usus, standen alle Kellner und der Urgroßvater gab jedem seinen Tipp, ja, also sein Trinkgeld. Und jeder sagte ihm, danke, Herr Professor. Und als sie draußen waren, sagte er, meinem Vater, hast du gesehen? Die haben dich ausgelacht. Hast du gehört, was sie gesagt haben? Danke, Herr Brotfresser. Also das ist die Geschichte von meinem Vater gewesen. Ja, vielleicht, wie ich schon sagte, meine Großmutter hat einen ganz großen Einfluss auf mich. Man kann ruhig sagen, einen großen Teil von dem, was ich heute weiß, weil ich habe nur die Volksschule fertig gemacht, sonst nichts. Weiß ich durch sie, sie hat eine riesige Bibliothek, so wie alle Juden, die aus Deutschland und oder Österreich kamen, hat sie mitgebracht. Tausende Bücher. Und ich konnte mir dann natürlich nehmen, was ich wollte. Und da habe ich ganz viel dazugelernt. Ich erinnere mich, meine ersten Bücher auf Deutsch waren, werden lachen, Emil und die Detektive, was weiß ich, was man damals noch hatte. Anton und Erich Kästchen und Anton. Ja, aber Hülchen und Anton, aber noch manche andere. Und dann ganz viele übersetzte Bücher, amerikanische wie Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Da gab es einen Ernst Thompson Seton und der hat über Indianer geschrieben. Für mich war das natürlich das Oberste, was es nur gibt, die Indianer und so weiter. Ja, dann 45. Ich möchte Ihnen mal sagen, was die Leute in Palästina empfunden, die Juden in Palästina empfunden haben in den Jahren, was ich mitempfunden habe. Also ich bin 34 geboren, ja. 38 waren die sogenannten, heute würde man das anders nennen, die Unruhen. Das heißt, arabischer Aufstand gegen Engländer und Juden. Ja? Und das Haus, da lebte ich mit meinen Großeltern, wie ich schon vorher sagte. Und das Haus war ziemlich am Ende des Dorfes. Ja? Und jede Nacht, nicht jede Nacht, aber oft hat man dort geschossen. Und da hat man mich in die Badewanne gelegt. Die trockene Badewanne, das war der sicherste Platz im Haus, haben sie beschlossen, ja. Dann später, 41 oder 42, habe ich gehört und habe die Angst in den Augen der Leute gesehen. Da gab es einen gewissen Rommel. Ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, wer das war, heute weiß ich, ja. Nordafrika, was machen wir, wenn der Rommel hierher kommt? Ja,
Zur selben Zeit gab es auch die Franzosen, also nicht die De Gaulle-Franzosen, wie hat er geheißen? Bitte? Pétain, ja. Kamen von Norden, durch Libanon. Dayan hat sein Auge verloren im Krieg gegen die Franzosen dort. Das ist nur, by the way. Ja, und dann, der Krieg war zu Ende. Da hat man erfahren, was der Holocaust mit sich gebracht hat. Alle haben ihre Verwandten gesucht, auch meine Familie. Natürlich die meisten nicht gefunden. Und dann beginnt der Krieg gegen die Engländer. Und man kann das nur einen Krieg nennen. Ich möchte, damit Sie verstehen, was da die Ansicht war gegen die Engländer. In Jerusalem hatten sie dort eine Burg mit Stacheldraht und. Das nannte man Bevingrad. Mhm. Ja? Etli, der Ministerpräsident, Bevin, der Außenminister, hat man mit Hitler verglichen und gesagt, die waren ärger wie Hitler damals. Ja? Also in dieser Situation bin ich auch eigentlich aufgewachsen. Was ich am allermeisten wollte, nicht nur ich, alle Jungs da, was wollten wir am allermeisten, können Sie raten? Krieg machen. Nein, nicht Krieg machen. Eine Feuerwaffe mal schießen. Das war das Nonplusultra, ja. Und damals, jeden Freitag, bin ich von zu Hause weg, wir lebten westlich der Eisenbahn, also wir lebten nicht außerhalb, aber ein bisschen abseits. Und da habe ich mich mit den Freunden getroffen, was immer. Und dann 12 oder so bin ich zurück nach Hause gegangen. Um nach Hause zu gehen, musste ich über die Schienen gehen, ja. Wenn ich zu den Schienen kam, da waren alle paar hundert Meter ein englischer, wie sagt man? Polizist. Ein Ambush. Ja, weil die müssen bedenken, wo ich wohnte in Benjamina, waren alle drei Untergrundbewegungen sehr stark in Einsatz. Und die haben von Zeit zu Zeit die Schienen gesprengt, womöglich mit einer Eisenbahn drauf. Und da bin ich immer nach Hause gegangen. Genau gewusst, ich komme so 10, 12 Meter, bevor die Schienen waren, so in einer tiefen Stelle. Geht das Licht an und ein englischer Soldat fragt mich, wo ich hingehe. Ich konnte Englisch. Ich gehe nach Hause. Gesehen, 12-jähriger Junge, was soll er machen? Ja, hat er mich durchgelassen. Wenn ich heute dran denke, es gibt ja Soldaten, die schießen erst und fragen dann. Nicht? Was ich mich noch erinnere, ist, einen schönen Morgen stehe ich auf. Das ist, wo die deutschen Juden gelebt haben. Die Jekis haben wir das genannt, ja. War mit Stacheldraht, die Engländer waren da, sind von Haus zu Haus gegangen und haben Waffen gesucht. Oh, ich habe sofort jubiliert, heute muss ich nicht in die Schule. Nicht? Und die gingen dann also von Haus zu Haus, wie sie zu uns kamen. Da kamen sie wir haben ein kleines Haus gehabt, also das Wohn- und Schlafzimmer meiner Eltern. Das waren zwei Schränke, wie sagt man, Kästen oder Schränke? Schränke ist okay, gut. Und der Schnesel dann, 19 Jahre alt, mit der roten, das waren die roten, die, na, wie haben sie die Anemonen genannt, das waren die Fallschirmjäger mit der roten Kapuze, kommt zu meiner Mutter, also zu Dachters Mutter, und sagt, aufmachen, macht sie auf, und da sind alle Leintücher wie in der Parade, ja. Und da sagt er, gut, nimm die Leintücher raus. Und meine Mutter, hat die Krise gekriegt, sagt sie, wenn du das raus willst, nimmst du es selber raus und schau dazu, dass es genau so wieder hinkommt, wie du es jetzt siehst, oder wehe dir. Er steht da mit dem Maschinengewehr, ja, und sie sagt, er hat es nicht rausgenommen, er ist weggegangen. Ja, ein armer Junge von 19, was kann er machen? Ja, und da... So bin ich groß geworden. Der Staat ist ausgebrochen, wie wir sagen, 48.
Und jetzt versuche ich mich zu erinnern, was ich Ihnen noch an Kontakte mit Wien sagen kann. Also mein Vater war von ziemlich jung auf im Blau-Weiß, ja, in der zionistischen Bewegung. Und einmal ist er blöderweise gegangen und ihm gegenüber, er wusste es nicht, das war noch vor der Nazi-Zeit. Das war 1. Mai. Das bitte? Ist wichtig. Das war am 1. Mai. Das war am 1. Mai? Ja, und das ist sehr wichtig. Aber das waren nicht die Sozialisten, das waren die Rechten. Ja, die Sozialisten hat man nicht erlaubt zu marschieren, aber die Rechten haben marschiert auf ja, die Straße. Ja, also mit braunen, er hat mir immer gesagt, mit braunen Händen, ja. Und die haben ihn verprügelt. Bis er gestorben ist, hat er eine krumme Nase, weil er ihm die Nase gebrochen, unter anderem. Und ich glaube, das hat auf ihn einen großen Eindruck gemacht. Und da hat er meine Mutter genommen. Nein, da kommt noch etwas dazu. Jetzt mein Großvater, der Max, Dr. Max Arnold, wie wir schon gehört haben, hatte eine Kanzlei im ersten Bezirk, war Anwalt und so weiter. Warum war er Anwalt? Er wollte erst Arzt werden. Aber bei der, wie sagt man, bei der Autopsie. Bitte? Autopsie. Autopsie von Toten ist er zweimal ohnmächtig geworden. Und da er aber eine jüdische Mutter hatte, musste er sein entweder Doktor oder Anwalt, nicht? Also wurde er Anwalt. Ja, gut, ich sage das so ein bisschen humoristisch, aber ist was dran. Und dann 1926, und das ist eine Sache, die muss man wirklich dran denken, 1926, als Mein Kampf publiziert wurde, kaufte er sich Mein Kampf, bezahlte Geld dafür. Ich weiß nicht, ob er alles gelesen hat, aber er hat offenbar genug gelesen. Da kam er zu meiner Großmutter, das habe ich alles von der Großmutter gehört, und sagte ihr, hör zu, wenn der Verrückte in Deutschland ans Ruder kommt, dauert es 6 Monate, bis ich meine Kanzlei hier absolviert habe, und dann ziehen wir nach Australien. Aber meine Großmutter war doch die Tochter von Leon Kellner, große Zionistin, hat sie gesagt, ja, gut, aber wir fahren nach Palästina. Dazu muss gesagt sein, nochmal ein Kontakt mit Wien, ihr Bruder, der Viktor, kämpfte in der österreichischen Armee im Ersten Weltkrieg und gegen die Russen, wurde von den Russen gefangen genommen. Ist weggelaufen, es ist ihm gelungen, wegzulaufen vom russischen Gefängnis, und er kam nach Wien. Aber er kam nach Wien, sagte sie, er hatte keine Zähne mehr, er war nur noch Haut und Knochen. Und da hatte er Angst, seine Eltern anzurufen, dass sie sich erschrecken. Er hatte seine Schwester angerufen, also Paula, meine Großmutter, und dass sie langsam sie vorbereitet. Und dann ist er gegangen, hat Agronomie gelernt und ist nach Palästina. Und er saß schon in Benjamina, ja, wo ich heute wohne. Er ist einer der Begründer von Benjamina, ja, das ist eine Rothschild-Dorf. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist, aber so von Rothschild gegründet. 1933, als Hitler hochkam, machten sie genau das. Sie verkauften alles, was sie hatten, fuhren nach Benjamina, ließen sich dort ein Haus bauen und lebten ihr Leben und sind natürlichen Todes gestorben in Benjamina. Aber es gibt nicht viele Leute, die 26 gesehen haben, was da kommt. Ja. Und mein Vater und meine Mutter, sie sind nicht mit ihnen gefahren, aber erzähle ich euch noch eine kleine Anekdote von meinem Vater und meiner Mutter. Meine Mutter war keine Jüdin, meine biologische Mutter. Die war eine Katholikin. Und die Engländer haben damals Erlaubnisse gegeben, ins Land zu kommen. Ja? So, die Juden aber waren ja Schlitzohren. Sind sie mit jeder Erlaubnis haben sie 2 Leute gebracht. Ganz einfach, weil das englische Gesetz sagte, wenn einer von einem Paar ein Zertifikat, hat man das genannt, ein Zertifikat hat, darf er seine oder ihre die zweiten Teil mitbringen. So hat man Leute, die nicht verheiratet waren, hat man Scheinhochzeiten gemacht.
Und das Rabbinat hat das erlaubt. Heute wird das Rabbinat das nicht erlauben, aber damals hat es das erlaubt. Und Leute haben geheiratet und automatisch waren sie nachher geschieden, wenn sie in Palästina ankamen. Und so hat man immer mit einem Zertifikat zwei Leute gebracht. Ja? So, mein Vater kam, er hatte ein Zertifikat, aber die Zertifikate wurden verteilt von der Jewish Agency. Ja, wie soll ich das nennen? Das war sozusagen die Regierung. Die Regierung in ihren Vorzügen. Dankeschön. Vielen Dank, genug. Ja, und als er kam um sein Zertifikat, dachte ich, ja, Herr Arnold, Sie können natürlich nach Palästina, aber die Dame, das ist doch nicht einmal eine Jüdin. Sind doch nicht verheiratet. Dann ging mein Vater, das war in Rom, in Italien natürlich, dann ging er nach Rom zu der sephardischen Gemeinde. Nicht zur Aschkenasischen, ich weiß nicht, ob Sie den Unterschied wissen, können nachher fragen, werde ich Ihnen erklären. Und in einem Tag, das könnte, daran kann man heute nicht denken, irgendwo, in einem Tag, wurde sie Jüdin und verheiratet. Und dann sind sie natürlich nach Palästina, ja, als Jüdin, also als ein jüdisches Paar. Und so ist er gekommen. Ja, und dann kam ich natürlich zur Welt. Ich bin in Afula geboren. Und ja, ich glaube, das wird genug sein für jetzt. Wenn Sie Fragen haben über irgendwas, bitte schießen Sie los. Ich habe wahnsinnig viel Antworten. Ich möchte nur eines fragen. Bitte. Wir machen vielleicht die Fragen nach der Daphne. Ich möchte nur eines noch kurz vorher fragen. Die Anna Kellner ist ja 41, glaube ich, in Palästina gestorben. 45. 45. 4 oder 45, ja. Weiß man von der Familienüberlieferung, wie sie gegangen ist? Verstehe nicht, bitte. Weiß man von der Familienüberlieferung, wie sie gegangen ist in Palästina? Was? Wer, der Anna? Ja. Die Anna hat mit dem Viktor gelebt. Ja. Ich erinnere mich an sie. Immer wenn sie mich gesehen hat, die hatte immer in der Tasche ein bisschen Schokolade. Ja, das war immer ein positiver Besuch. Ja. Sie lebte, bis sie starb an Krebs im Adassa-Hospital auf dem Skopusberg. Und dann wurde sie begraben auf dem Olivenberg, was auf Deutsch Ölberg heißt. Ja. Und ich weiß auch, wo ihr Grab ist. Das heute sehr leicht zu finden, Computer. Ah, bitte. Sie haben zuerst gesagt, dass die Leute gesagt haben, dass Adley und Bevin schlimmer waren als Hitler. So sagte man. Ich habe es nicht behauptet. Ich weiß, ja. Es wurde behauptet bei uns. Was war der Grund für diese Behauptung? Naja, da müssen wir denken. 1945 waren in Europa noch an die 1,5 Millionen Juden, Überlebende, wie man sie auch nennt. Der größere Teil wollte nach Palästina kommen. Ja. Ja? Die Engländer haben das nicht erlaubt. Ah, ja. Und da beginnt die sogenannte illegale Einwanderung. Exodus ist ein Teil davon, also Exodus kennen viele, ja. Aber es waren an die 100 Schiffe, die da gekommen sind. Und ungefähr der Hälfte ist es, ich verstehe bis heute nicht wie, gelungen, die englische Blockade zu brechen. Weil Sie müssen bedenken, das war nach dem Zweiten Weltkrieg, die Engländer brauchten ihre Flotte nirgends. Alles, was sie hatten, Radar und, haben sie nach Palästina gebracht. Und das waren alte Schiffe. Gewöhnlich war das ihre letzte Fahrt. Wir wurden sozusagen mit der Nase in den Sand rein und dann, wer schwimmen konnte, ist runtergesprungen und wer nicht konnte, hat man einen Strick oder ein Seil und an dem sind sie ans Ufer und schnell verteilt. Wenn sie nicht von den Engländern erwischt wurden, wie zum Beispiel Exodus. Also bei mir ist die Geschichte ein bisschen anders, weil ich bin geboren worden 1947. Und ich war ein Jahr alt,
wie das Staat begründet worden war. Und ich bin die jüngste von 4 Kindern. Also ich hatte nicht dieses Luxus, mit den Eltern alleine zu sein und Deutsch lernen, schreiben und lesen. Man hat mit mir Deutsch gesprochen, aber dann weiß es viel besser als ich. Ja, das hören Sie doch nicht. Aber wir haben dieselbe Großmutter geteilt und sie war für uns sehr wichtig in unserem Leben. Von beide, alle 4 Kinder schwärmen von der Großmutter, erzählen Geschichten über sie, und sie ist unser Modell für Großmutter und Großväter zu sein. Wir haben alle Enkelkinder zwischen uns. Wie viele? 18. Acht. Wieso 18? Enkelkinder. Wir haben 6, 8. Die 4 Geschwister haben 18. Alle zusammen. So. Enkelkinder. So weit kann ich nicht zählen. Und meine Kindheit war ganz anders, weil in den 50er Jahren war es ruhig. Wir haben nichts, es gab keinen Krieg, das war nach dem Krieg. 56 gab es. Und ich erinnere mich nicht mehr an den Krieg, weil ich war ein Jahr alt. Also es war sehr ruhig und friedlich. Wir sind aufgewachsen in einem Dorf. Das war ein ganz Gegensatz zu was vorher war und was unsere Eltern erlebt haben vorher. Das sind meine Erinnerungen von meinem Leben als Kind in Binyamina. Ich ging in die Schule und nachher ging ich in die Armee und nachher ins Ausland, nach England, habe ich Englisch gelernt und Französisch in Genf. Zurück nach Israel, auf die Universität. Und ich habe Englisch studiert. Die Tradition ist weitergegangen. Englische Literatur und Sprache und hebräische Sprache und Grammatik. Nachher habe ich auf die Akademie für hebräische Sprache gearbeitet, 3 Jahre. Und nachher im Fernsehen, ich war verantwortlich für die Untertitel-Übersetzung auf dem Fernsehen. Damals gab es nur ein Fernsehen vom Staat in Israel, nicht die anderen kommerziellen, die existierten noch nicht. Meine Mutter ist gestorben 88. Die ist geboren worden in der Schweiz. Dann hat vom Vater gesprochen und von dieser Seite. Und ich möchte ein bisschen sprechen von der Seite von meiner Mutter, die ihn auch großgezogen hat, eigentlich. Die Eltern stammten aus dem Osten. Die Mutter aus Rumänien, Iliescht, und der Vater aus Tarnopol, das war Polen damals. Beide sind nach der Schweiz gekommen. Meine Mutter ist in der Schweiz geboren worden. Sie wollten sich dort hinsetzen, aber es ist nicht gelungen, sind sie weiter nach Wien emigriert. Sie ist in Wien auf die Schule gegangen und in die Jugendbewegung hat sie meinen Vater getroffen, aber damals waren sie nicht ein Paar. Sie war jünger. Mit 15 ist sie nach Holland gefahren, um Hachschara, wissen Sie, was Hachschara ist? Vorbereitung für Wirtschaft. Also sie hat bei einem Bauer gelebt und hat gelernt, Kühe molken und so weiter. Und Käse. Käse machen. Und das war überhaupt nicht dieselbe Wirtschaft wie Landwirtschaft wie in Israel. Also es hatte keinen Sinn. Ohne Kühe gab es. Vielleicht Kühe molken war dasselbe. Auf jeden Fall, mit 17 ist sie durch Wien nach Israel gewandert. Und in Wien hat sie das letzte Mal eigentlich ihre Eltern und
eine Schwester gesehen, das war das letzte Mal. Ist 1936 nach Israel gekommen und dort ging sie auf eine wirtschaftliche Schule, landwirtschaftliche Schule. Und unser Vater hat sie dort besucht und hat gesehen, dass sie sehr krank ist von Malaria. Hat er sich zu sich genommen und die große Paula hat sie gepflegt und hat Ärzte für sie gefunden und so weiter. Die Mutter hat nie von ihrer Familie gesprochen. Wir haben immer gefragt, wer war die Großmutter, wer war der Großvater, wo sind sie? Sie hat geschwiegen. Sie ist gestorben 88 und unter ihren Unterlagen habe ich gefunden 40 Briefe, dass sie bekommen hatte von ihrer Mutter und Schwester, die in Wien geblieben sind. Eine Schwester ist geflohen durch die Schweiz nach Chile. Ich habe heute Familie von zwei Cousinen in Chile mit ihren Kindern und Enkelkindern. Aber diese Briefe, die aus Wien kamen, 38, 39, 40, 41, haben erzählt die Geschichte, dass wir nicht kannten. Und dort habe ich fürs erste Mal gelernt, was sie durchgemacht haben in Wien. Ich habe die Briefe übersetzt ins Hebräische, damit unsere Kinder und Enkelkinder das wissen. Und das ist meine Mutter. Und da gibt es auch Bilder von ihren Geschwistern und die Eltern. Und das hat mir 40 Briefe, 2 Jahre gedauert, das zu übersetzen. Erstens, weil es ist geschrieben in diese gotische Schrift, die sehr schwer ist zu verstehen. Und außerdem, emotionell war es sehr schwierig zu lesen, alle diese Details, was machen wir mit den Möbeln, jetzt müssen wir die Wohnung verlassen, dorthin gehen, dahin gehen. Und vielleicht hilft ihr uns, Visa zu kriegen oder mit Geld oder wir werden nicht zu Last werden. Und schreckliche Sachen stehen in diese Briefe. Zu weinen, wirklich, wenn man alle diese kleinen täglichen Katastrophen liest, versteht man nur. Und das waren normale, einfache Leute, das war nicht besonders. Alle haben dasselbe erlebt, nicht nur sie. Aber sie sind meine Familie, diese Leute. Und dann fühlt man. Und dann habe ich verstanden, dass das ganze Leben hat sie gelebt ohne ihre Familie. Nur eine Schwester hat überlebt und wohnte in Chile so weit weg. Hat sie viele Jahre nicht gesehen, ihre Schwester. Und sie wollte davon nicht sprechen, weil es zu schmerzhaft war einerseits. Andererseits hat sie sich vielleicht gefühlt, sie hat nicht genug für sie gemacht. Das weiß ich nicht. Sie wollte darüber nicht sprechen. Und nachher ist mir die Idee gekommen, ich soll auch von meinem Vater bitten, er soll seine Biografie schreiben. Und er hat seine geschrieben auf Englisch. Und ich habe es getippt und rausgebracht. Aber gibt es verschiedene Sachen von der Familie, aber auch, was sehr wichtig ist, die Erzählung von seiner Kindheit in Wien, wie er groß geworden ist hier, wie die Eltern und das Zuhause waren. Und er hat eine besondere Erziehung gekriegt in Wien, weil die Eltern sehr liberal waren. Und nur wegen mir hat er es geschrieben. Und jetzt ist es da und wir können es lesen. Aber er hat geschrieben nur bis mehr oder weniger 1952. Und ich habe gesagt, nun und was jetzt, warum nicht weiter? Dann war alles in Ordnung. Ist nicht interessant. Hat er gesagt, das ist mir nicht interessant. Leider, weil ich würde gerne wissen, wie für ihn das Leben in Israel war. Und es ist mir ganz klar, dass wenn er in Wien geblieben wäre,
wäre er ein Dichter und ein Schriftsteller geworden und nicht ein Mechaniker. Aber er hat gesagt, für Israel, für ein Land zu bauen, muss man ein Fach haben. Und das ist, was er gelehrt hat. Und er hat ein Jahr Chemie auf der Universität studiert und meine Tochter hat promoviert in Chemie im Weizmann-Institut. Also der Bogen hat sich vollendet. Sie ist nicht mehr dort, aber sie hat zwei süße Kinder und sie arbeitet und sie lebt in Tel Aviv und ich lebe in Jerusalem. Und seit 88 übersetze ich Bücher. Mehr als 40 Bücher habe ich übersetzt, vom Deutschen ins Hebräischen und ein paar von Englischen ins Hebräischen. Und ich gebe Ihnen ein paar Namen, zum Beispiel eine, die ist Österreicherin. Der Uhrmacher bei Barbara Taufer. Ah, der Uhrmacher. Ja. Sie hat erzählt von der Gemeinde in Wien, die Sephardi und die Ashkenazi-Gemeinden in dem 19. Jahrhundert oder ja, haben Sie das von diesem Buch gehört? Sie lebt in Israel. Sie ist Jüdin geworden und sie lebt in Israel. Und ich kenne sie. Dann ein Buch von Uwe Timm, der ist ein sehr bekannter deutscher Schriftsteller. Und er hat übersetzt ein Buch, ich habe übersetzt diesen Buch am Beispiel meines Bruders. Ja, und da erzählt er, das ist biografisch, das ist wirklich, das ist eine wirkliche Geschichte. Sein Bruder war im Krieg und war dort, ist umgekommen im Krieg gegen die Russen. Und sein Vater wollte, dass er dasselbe Fach wie sein Bruder, aber er wollte Schriftsteller werden. Und der Bruder und der Vater, die haben Pelzmänteln gemacht. Wie nennt man dieses? Kirschner. Kirschner, ja. Und warum ist dieses Buch wichtig? Weil da hat man in Israel die Rechte von einem Buch gekauft und nachher sind mehrere Bücher von dieser Art übersetzt worden, nicht von Nichtjuden. Er war kein Jude, Uwe Timm, und er erzählt die Geschichte von seiner Familie in Hamburg, wo sie nichts zu essen hatten, wo die Stadt gebombt worden ist und so weiter. Also ich sehe in das ein Zeichen von, ja, wir gehen ein bisschen weiter. Wir sehen nicht nur das Leiden von Juden und Holocaust und so weiter. Wir können auch besichtigen jetzt, was die Deutschen mitgemacht haben. Und viele in Israel sagen, ja, das interessiert uns nicht. Das ist eine Frage, aber man übersetzt schon Bücher, die damit zu tun haben. Und ich habe ein Buch von Die Mittagsfrau von Julia Frank übersetzt, ein sehr gutes Buch. Und ich war eine Woche in Deutschland und sie ist mit uns Übersetzer von 18 Ländern gesessen und hat alle unsere Fragen über ihr Buch beantwortet, in Strahlen. Das war sehr nett. Und eigentlich ist das Buch über, niemand weiß es, aber ihr Großvater ist dieses kleine Kind, die Mutter lässt im Bahnhof alleine. Andere Bücher sind von jemandem, der Österreicher ist, aber nichts mit Holocaust oder mit Geschichte zu tun haben, sondern mit jungen Leuten, von Daniel Glattauer. Gut gegen Nordwind, alle sieben Wellen und so weiter. Und das ist mehr humoristisch und moderne Literatur. Und jetzt, glaube ich, könnt ihr mir Fragen stellen und ich würde gerne antworten. Ich möchte wissen, hat die Paula Wien noch einmal besucht? Nein. Und Teddy hat Schaufraum? Teddy, da erzähle ich, was da war. Ja, funktioniert ja. Mein Vater wollte nie wieder nach Österreich kommen. Oder Deutschland. Und er hat es ausgehalten, viele Jahre. Aber 85? Ich bin nicht so sicher. Hat seine Frau, also Daphnas Mutter, auch ich nenne sie auch meine Mutter,
hat gesagt, sie ist groß geworden in Hernals. Das ist eine sehr arme Gegend, habe ich mir sagen lassen, ja. Und sie hat gesagt, sie möchte, sie hat gehört, das Haus, wo sie groß geworden ist, steht noch da. Mit derselben Farbe, und sie möchte ganz einfach kommen, das sehen, anklopfen, reingehen und bitten, wer immer da wohnt, erklären und nur anschauen und wieder weggehen. Das war ihr Wunsch. Und das hat sie mir erzählt, bevor sie gefahren ist. Und dann hat sie meinen Vater überzeugt, doch nach Wien zu kommen. Widerwillig, aber er ist gefahren. Und wie sie zurückgekommen ist, habe ich sie gefragt, na, hast du das Haus gesehen? Sagt sie, ja. Und warst du drin? Sagt sie, nein. Also, wieso? Sagt sie, hat man dich nicht reingelassen oder wie? Nein, sagt sie. Wie ich da draußen stand und sah das Haus, habe ich plötzlich verstanden, dass ich hier nichts verloren habe. Mein Haus ist in Israel. Das interessiert mich nicht mehr. Und mir hat er gesagt, mein Vater, dass er konnte nach 2 Tagen nicht in Wien mehr bleiben, er konnte es nicht ausstehen und ist weg. Aber wir sind zurückgekommen, weil wir hatten hier eine Tante, die am linken Wählerzeile gewohnt hat. Die weiß. Wir hatten zwei Tanten. Wir haben zwei Tanten, aber ich habe nur eine besucht. Und sie hat uns zum Museum genommen, sie war Kunsthändlerin, sie und ihr Mann. Und die Kinder, 2 von ihren Kindern wohnen noch heute in Wien, eine wohnt in Berlin. Also wir sind besuchen gekommen und deswegen kennen wir ein bisschen Wien. Ja, ich habe ganz vergessen, meine Tante Hanna. Die Tante Hanna ist die Schwester von Teddy, unserem Vater. Sollte man ein Buch schreiben, was die alles gemacht hat. Sie war eine Kommunistin, also mit Leib und Seele, ja. Aber irgendwie hat man sie dazu gekriegt, in Wien hier zu beginnen, Medizin zu studieren. Da hat sie studiert, aber 40 musste sie weg. Und es ist ihr gelungen, nach in die Schweiz. In der Schweiz, weil sie Kommunistin war, haben die Kommunisten sich um sie gekümmert. Und sie hat weiter studiert, noch 2 Jahre. Wir kennen doch sicher die Geschichte, das überladene Schiff und so weiter, ja, was die Schweizer mit den Juden gemacht haben. So, und dann 1942 konnte sie nicht weiter in der Schweiz bleiben. Und da hat sie beschlossen, mit der Hilfe ihrer Mutter, der Paula, dass sie nach Amerika geht. Jetzt 1942 nach Amerika zu fahren, von der Schweiz. Meine Großmutter hat ihr eine grüne Karte besorgt durch den Menken, der schon hier erwähnt war, von der Baltimore Sun. Und sie hat beschlossen, sie fährt nach Amerika mit dem Schiff, was auch gefährlich war natürlich zu der Zeit, über Lissabon, ja, Portugal. Das war der einzige Weg. Das hat übrigens auch versucht der Walter Benjamin, aber er hat sich umgebracht, leider. Durch Spanien. Auf der Grenze, auf den Pyrenäen. Frankreich, Spanien. Weil er hat gedacht, die Nazis sind hinter ihm. So, und dann verschwand sie auf 2 Monate. Alle waren ganz nervös, ruhig, und alle paar Tage kam ein Telegramm von Menken: Wo ist das Mädchen? Niemand hat gewusst, aber nach 2 Monaten plötzlich tauchte sie auf in New York. Und dann studierte sie weiter bis 1948. Sie war die erste Frau, die Neurochirurgin war. Das war damals ein Fach, das sehr, sehr schwer war. Sie hat mir darüber erzählt. Das kann 10 und 12 Stunden gedauert haben, damals eine OP. Ja, und wenn sie fertig war mit dem Studium, was macht sie? Sie heiratet, also, weil du hast geschrieben, eine Scheinhochzeit. Ich hab's nicht geschrieben. Nee, nicht du? Das hat der Max Zweig geschrieben. Der Max Zweig, ja. Ich bin der Ansicht, das war keine Scheinhochzeit, aber egal.
Das war eine sehr komische Hochzeit, weil diese Hannah Arnold, das war eine hochintelligente Frau und hat ein Wissen gehabt, nicht nur über Medizin, über Gott und die Welt. Und der Mann war ein einfacher Matrose. Das heißt, so ein großer Unterschied. Aber er war Jugoslawe und ich weiß nicht, ob über ihn oder wie. Sie hat eine Stelle gekriegt, damals in Belgrad, eine neue Abteilung für Neurochirurgie in dem zentralen Hospital zu machen. Und dann, das hat sie mir erzählt, weil der Max Zweig schreibt das ein bisschen anders, das hat sie mir persönlich erzählt, der Leiter des Hospitals war Parteimitglied, aber von Medizin hat er nicht viel verstanden. So hat sie gesagt, ich weiß, ich kann das nicht beurteilen natürlich. Und sagt sie, Leute, die nach einer OP waren, ja, hat er darauf bestanden, dass sie am nächsten Tag nach der OP auf und ab gehen. Und sie sagte, das ist ein Todesurteil für diese Leute, das darf man nicht, das geht nicht. Und da hat sie sich offenbar mit ihm gestritten. Und sehr schnell hat sie sich im Gefängnis gefunden. Ja, als Verräterin und was weiß ich alles. Also bei den Kommunisten geht das ja, Sie wissen, die haben da eine ganze Parade von kriminellen Sachen, die Leute machen, beschuldigt werden, ja. Und sie saß dort. Wie lange? 48? 52 kam sie raus. Wie kam sie raus? Und da haben sie wieder Wien dazwischen. Nicht direkt. Ich habe mir gesagt, die Familie Kellner, Leon Kellner, der Professor Leon Kellner, war sehr oft in England. Jetzt, er hatte in England einen sehr, sehr nahen Freund, das war ein gewisser Professor Colton, der zwar nichts mit Shakespeare zu tun hatte, der war Professor für Mittelalter oder so. Und der war gut befreundet mit Churchill. Und eines Tages las meine Großmutter in der Zeitung, Churchill fährt seinen alten, ja, wie soll ich das nennen, Kameraden vom Zweiten Weltkrieg, meine ich jetzt, Tito, besuchen in Jugoslawien. Und da sagte sie, gut, da muss ich nach England fahren und den Professor Colton sprechen. Damals, 1951, ein Flug von Israel nach England, das war ein Projekt. Vom Geld ganz zu schweigen. Und aber sie hat es geschafft. Sie ist nach England gefahren, sie war schon keine junge Frau damals. Hat den Colton getroffen. Er hat ihr versprochen, natürlich, er wird sein Bestes tun. Churchill gesprochen, er hat das auch versprochen. Und dann war das Meeting, also der ist, hat sich das Treffen zwischen Churchill und Tito. Natürlich, darüber wissen wir nichts, niemand hat was gesagt, aber ein halbes Jahr später wurde sie befreit. Also, wenn ich 2 und 2 zusammen addiere, kriege ich 5, nicht? Und dann leider war sie sehr krank und ist ein paar Jahre später, ist sie 76, ist sie gestorben. Ziemlich früh, sie war 65 Jahre alt. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist nur wegen der meiner Tante Hanna, die sagt, waren eine Tante, waren 2 Tanten. Die Friedel war eigentlich keine Tante, keine richtige. Nein, wir haben nur so die gesagt, war verheiratet mit jemand von der Familie. Die war nicht unsere direkte Tante. Die war mit einem gewissen Weiß verheiratet, aber er war katholisch, weil ein paar Generationen vorher, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Generationen vorher, hat sich die Weiß-Familie... Leon Kellner war verheiratet mit Anna Weiß. Anna Weiß, ja. Und Anna Weiß hatte 11 Geschwister gehabt. Und Großvater von Mann von Friedel war einer dieser Weißen. So geht es. Und die hat das Baum von dieser ganzen Familie recherchiert und es gibt es. Und mein Vater erzählte mir, als er die Nomi, also Daphnes Mutter, geheiratet hat,
bevor sie noch geheiratet hat, wie sie bei den Eltern vorgestellt hat, ja, bei der Paula und bei Max, sagte mein Vater, sie hat sofort, die Paula, ja, hat sofort gesagt, nachgedacht, ihr seid ja verwandt. Weit verwandt, ja, aber verwandt. Sofort hat sie den Kontakt gefunden zwischen Weiß und Weiß. Aber die anderen Weiße, die waren, wie gesagt, katholisch, ja. Die sind nur ihr Mann. Ja, die Friedel war eigentlich keine Jüdin, das war ja, die kam aus Graz, das war eine Österreicherin. Ja, und die hatte eine komische Hochzeit. Wie viele Jahre war er älter? 25? 20 Jahre älter war er. Naja, mehr. Ich glaube 25. Kannst du noch erzählen über dein Treffen mit Stefan Benjamin? Ah. Stefan Benjamin ist der Sohn von Walter Benjamin. Nach meinem militärischen Service bin ich nach England gefahren und ich habe ihn getroffen. Was du erzählt hast, ist nicht alles. Er hatte einen Buchladen gehabt in Soho von ersten Editionen von Büchern. Also nicht nur Häuser hat er gehabt, sondern er wusste viel. Er kannte London perfekt. Und er hat mich rumgefahren in London und hat mir die. Und ich kam so klein aus Israel, das erste Mal im Ausland. Alles war für mich neu. Ich konnte die Sprache noch nicht fließend sprechen. Ich spreche Englisch viel besser als Deutsch. Und er hat mir er war verheiratet dreimal. Vier Töchter. Die letzte Frau war eine Malesin. Also er hat zwei Enkeltöchter mit solchen Augen. Die sind sehr nett. Wenn ich nach London fahre, treffe ich mich mit seinen Kindern, mit diesen vier Mädchen. Nicht alle sind in London, aber ich treffe, wer immer dort ist, dieser Zeit. Und er hat mich meine kulinarische Education gegeben. Jede Woche hat er mich in einem Restaurant und er hat mich sehr höflich gefragt, was willst du diese Woche essen? Ich kannte nichts. Ich kam von einem kleinen Dorf, Benjamina. Was wusste ich? Du kanntest Wiener Küche. Wiener Küche, aber was da gestanden ist im Menü, habe ich nicht verstanden. Was soll das? Französisch, Thaisch. Ich weiß nicht, was Italienisch. Und das war 68, also lange her. Ich habe mir gedacht, du wirst entscheiden, wohin wir gehen. Und du wirst für mich. Bestellen, was zu essen gibt. Aber er war sehr nett und sehr ernst. Das war sehr interessant, ihn kennenzulernen. Leider ist er gestorben, relativ jung, mit 52 oder so, in der Schweiz. Meine Eltern haben ihn noch getroffen in der Schweiz. Und dann ist er erkrankt und ist gestorben. Aber es war eine sehr schöne Beziehung zu ihm. Und er hat ein bisschen von seiner Mutter erzählt, Dora. Die war die Dritte, seine Mutter mit Benjamin verheiratet. Sie waren nicht lange verheiratet. Ein paar Jahre. Ja. Und die Kinder haben geerbt seine Buch, Kinderbücher. Und sie haben es an einem Museum in, das war die Frau, die Dora, eine schöne Frau. Und die sieht aber der Paula sehr ähnlich. Eine Kinderbücherkollektion haben die Kinder geerbt und sie haben es gegeben an ein Museum in Holland für Walter Benjamin. Das ist, was ich zu erzählen habe. Ich möchte noch ein Wort über die Dora sagen. Das hat nichts zu tun mit dem. Die Dora war eine außergewöhnlich tüchtige Geschäftsfrau. Deswegen die Häuser, die nachher der Stefan geerbt hat. Ja? Aber
ich erinnere mich so wie heute. Die Paula, also meine Großmutter, durfte der Dora nicht schreiben, 45 bis 48, damit der Austräger von der Post oder die Nachbarn nicht wissen, dass die Dora, das hat die Dora verlangt, nicht wissen, dass die Dora jemand hat in Palästina, Gott bewahre, ja? Und da hatten sie eine Freundin, eine gemeinsame in der Schweiz, das ist immer über die gegangen, ja? Da kam der Brief von der Schweiz, nicht von Palästina, ja? Und dasselbe, die Dora hat auch nicht nach Palästina geschrieben, Gott bewahre, das sind die Engländer, wer weiß, was dann kommt. Das sage ich, damit Sie verstehen, was die Einstellung war damals. Okay, sie war vielleicht ein bisschen hysterisch, die Dora, kann schon sein. Aber dass sie überhaupt so gedacht hat, ja, das ist, ich verstehe das heute nicht. Und außerdem, Dora und Stefan waren 4 Jahre in Australien, weil sie Aliens waren in Britannien. Sie waren Österreicher von Bürgerschaft. Also sie konnten nicht in England bleiben, haben sie die Engländer nach Australien auf 4 Jahre in ein Lager geschickt. Wer kann es sich vorstellen, dass sie Juden nach Australien schicken, weil sie österreichische Bürgerschaft haben? Sie sind aber nicht auf der Tonera nach Australien gekommen. Sie sind nicht auf der Tonera nach Australien gekommen. Was ist Tonera? Das ist ein Schiff, eine Deportationen Englischen nach Australien, wo es zu den skandalösesten Zuständen an Bord gekommen ist. Dieses Schiff ist von Halten weg, also von dem Lager Halten weg nach Australien geführt worden. Es wurden gleichzeitig deutsche Kriegsgefangene und auch in England internierte deutsche Reichsangehörige transportiert. Die wurden besser untergebracht als die jüdischen Internierten, die praktisch am Kiel, also in den Tiefen des Schiffes zu hausen mussten und bei der ganzen Zeit nicht an Deck gelassen wurden. Sie wurden während die Nazis und die deutschen Wehrmachtsangehörigen wurden relativ gut behandelt. Und die Juden wurden von dieser britischen Besatzung zum Teil auch ausgeraubt, geschlagen. Es ist dann auch zu einer Bestrafung eines Teils dieser englischen Besatzung gekommen und auch zu einigen Rückersätzen. Ja, also das ist der berühmte Fall Tonera. Bis heute, es waren zum Beispiel von den Österreichern doch einige Bekannte, wie der Sozialist Alfred Magaziner war ein Tonera-Boy, wie man das dann später genannt hat. Also da waren die haben auch die Templer aus Palästina nach Australien geschickt. Die deutschen Templer. Ja. Also deswegen ist der Fall Tonera so berühmt. Aber das wissen wir nicht, mit welchem Schiff sie dorthin das gekommen wusste ich sind. Nicht. Ja, die Paula hat mir erzählt. Das weiß ich ganz klar. Dass sie also ins Exilium getrieben wurden. Es sind ja viele in Australien ja dann geblieben. Also. Ja. Es gibt den Kabarettisten. So wie die Amis, die Japaner. Es hat einen Kabarettisten, Karl Bittmann und so weiter. Aber das wird euch nicht geläufig sein. Ja. Gibt es Fragen vom Publikum? Bitte, Irene. Sie haben vorher, also schon oft über komische Hochzeiten gesprochen. Besonders interessieren würde mich jetzt diese Scheinhochzeiten nach Palästina. Ja. Zum einen, ob Sie wissen, wie die Scheinehen geschlossen wurden, wie die vermittelt wurden, ob es da ein Netzwerk gab dafür. Und zum anderen, wie die Paare dann mit dieser Scheinehe in Palästina umgegangen sind. Ja, das war mit dem Rabbinat abgemacht. Das Rabbinat, weil die Engländer haben genau gewusst, bei Juden, wenn sie heiraten, gibt es einen Schein, ja, eine Ktuba, wenn sie das kennen. Und das wollten sie sehen natürlich, aber das war eine total gefälschte Ktuba. Ich kann Ihnen sagen, zum Beispiel meine Schwiegermutter, die Mutter von meiner Frau, wie sie von Vilnius nach Palästina gefahren ist, hat man sie irgendjemand, der
Es durften nur Leute fahren, die, wie soll ich sagen, Zionisten waren oder in der zionistischen Bewegung, zum Beispiel Lauf Weiß, ja, das war ja eine europäische Bewegung. Zum Beispiel deine Mutter, deine Großmutter konnte nicht kommen, weil sie keine Zionistin war. Deswegen weil sie kein Passport gehabt hat. Sie hatte nur ein Laissez-passer. Sie hatte keinen, sie war keine Bürgerin von Österreich. Sie konnte, die hat es nicht erreicht. Auf jeden Fall, ich kenne Fälle, wo sie die Leute nicht, zum Beispiel, haben erzählt, meine Mutter, ja, die war ja eine Christin, bis sie Schnellprozess, ja. Ausgerechnet in Rom zur Jüdin wurde. Genau, aber und meine Schwiegermutter zum Beispiel, da hat man ja irgendeinen jungen Mann, der auch das Recht hatte, von der Jewish Agency aus nach Palästina zu kommen, schnell Hochzeit, und dann wollte er musste nach dem jüdischen Gesetz eine Scheidung gibt der Mann der Frau. Die Frau kann keinem Mann eine Scheidung geben. Und da gibt es x Fälle, wo wenn ein Gericht, also ein religiöses Gericht, ein rabbinisches Gericht beschließt, die müssen scheiden und der Mann sagt, ich will nicht, dann geht er ins Gefängnis, bis er sagt, ich will. Ja? Also, und der Mann von, der fiktive Mann von meiner Schwiegermutter, der wollte, dachte, nein, er möchte verheiratet bleiben. Meine Schwiegermutter war eine bildschöne Frau. Aber es hat ihm nichts genützt. Man hat ihn dazu, musste die Scheidung. Aber mit Ariel Kellner, erzähl die Geschichte von Ariel Kellner. Das hat aber nichts mit Wien zu tun. Aber das hat mit deiner Scheinheirat zu tun. Ja, das, ich habe einen Cousin, der war auch Fallschirmjäger. Und nach der Militär ging er in eine Fabrik, in eine Farmfabrik. Er war der Sohn von Viktor Kellner. War der Sohn von Viktor Kellner, der dritte Sohn. Viktor Kellner hatte drei Söhne. Hat noch eigentlich, er lebt nicht, aber die drei Söhne leben. Aber alle leben. Und da kam ein Mann zu ihm in der Fabrik und sagte, willst du eine gratis Ausflug in die Tschechoslowakei, das war 68, ja, machen? Sagte er, wie, wieso? Sagte er, schau, jetzt, wer weiß, wie lange das geht, ich habe einen Bruder in der Tschechoslowakei. Der Bruder hat Medizin studiert. Er war hier in Palästina, im Kibbutz. Und er musste in die Tschechei zurück, um seine Papiere zu holen, dass er Arzt war, ja, also die Bescheinigung. Und da kamen die Kommunisten, 48, und er ist dort Arzt, er leitet ein Hospital und er hat zwei Töchter. Wir wollen die eine zumindest beginnen zu retten. Du fährst dahin, du bist Gast bei ihm zwei Wochen, ihr verliebt euch sozusagen, und dann fährst du zurück und dann verlangt sie Familie zusammen, und dann wird sie rausgelassen. Das war der tschechische Frühling, wenn wir uns erinnern. Ja, und da fuhr er hier hin und machte mit dem Rabbinat aus, also, weiß ich, ob Sie wissen, es gibt 613 Gesetze fürs Judentum, die sind aber gestuft. Um ein höheres Gesetz auszufüllen, darf man ein niedrigeres brechen. Ja, zum Beispiel, Schabbat darf man nicht arbeiten, aber Menschenleben ist fast das Höchste. Deswegen Hospitäler, Schwestern, Ärzte und so weiter dürfen Schabbat, Yom Kippur jeden Tag arbeiten. Also, eines der höheren ist, Leute ins versprochene Land, nennen wir das, nicht das Heilige Land. Ja? Also vorhin, sie trafen sich, und er kam zurück und ein halbes Jahr später kam sie, die Madame. Und da, mittlerweile war er geschieden. Ja, weil das war ja eine Scheinhochzeit. Aber da haben sie sich von Neuem verliebt. Oder verliebt eigentlich zum ersten Mal, glaube ich. Und da haben sie nochmal geheiratet. Diesmal richtig.
Haben drei Kinder, mehrere Enkelkinder und sind happy in Haifa, ja. Das ist die Geschichte von meinem Cousin. Aber das ist die Tschechei, nicht Österreich. Naja. Ja, solche Geschichten gibt es bei Juden ganz viele. Jede jüdische Familie aus Europa hat eine Geschichte hinter sich. Also es ist nicht ganz richtig der Eindruck, dass die Anwesenden alles in der Welt nach Österreich sortieren. Nein, nein, das war nicht die Frage. Aber man hat mir gesagt, ich muss da mit Österreich oder mit Wien eigentlich. Ja, meine Familie kommt ja aus Wien. Was mich interessieren würde eigentlich jetzt über diese Jahre, die ihr jetzt bewusst auch natürlich die österreichischen Angelegenheiten verfolgt. Jetzt komme ich schon auf Österreich. Habt ihr eigentlich ein Bewusstsein oder hat sich das Österreich-Bild, das ihr habt, durch die politischen Ereignisse in Österreich verändert? Wie meinen Sie das? Naja, ich beobachte sehr oft, Folgendes. Also jetzt für Israel ist ja ein Sonderfall, weil dort ist ja die Erbitterung über den Kreisky immer noch so groß, teilweise. Die dumme Erbitterung über den Kreisky, weil der Kreisky ja die israelische Verhandlungsposition gestärkt hat, indem er die PLO zum Verhandlungspartner gemacht hat. Dass es nicht genutzt wurde, ist eine andere Geschichte. Bitte? Was? Aber ich habe auch bemerkt, dass dieses Bild sich sehr stark verändert hat in der Zeit. Besonders seit der Waldheim-Affäre hat sich das Bild der einst über die Familie oder über mehrere Fäden aus Österreich gekommenen oder nachfolgenden doch sehr verändert. Wie meinen Sie die Einstellung von den Israelis gegenüber Österreich? Nein, von überhaupt den. Von Israel oder von uns? Ja, ich frage euch. Ja. Israel kann man nicht fragen, ja. Schauen Sie, ich verfolge eigentlich die österreichische Politik nicht. Wir haben genug Zorges bei uns. Gut. Ich habe keine bestimmten Gefühle, außerhalb die nostalgische Frage von meiner Familie, die von ich wollte fühlen, wo meine Eltern groß geworden sind, aber ich kann es nicht fühlen, weil die heutige Wien ist nicht Wien von die letzte Jahrhundert, die 20er Jahre, das ist eine andere Stadt. Und ich kriege nicht das Gefühl. Meine einzige Änderung ist, dass ich sehe, dass es mehr jüdisches Leben da gibt, als ich gedacht habe vorher. Ich habe die Schule gesehen, ich habe den Grab von meinem Urgroßvater gesehen, ich war bei dir zu Hause. Ach, na, das ist nicht Leben, das ist im Gegenteil. Ich hatte eine Freundin, eine Israelin, die einen Freund in Wien hat, und sie hat gesagt, ich gehe, wenn ich in die Gesellschaft von der Universität gehe, sage ich nicht, dass ich Jüdin bin. Habe ich gesagt, warum? Weil Österreich sehr antisemitisch ist. Ich fühle es nicht. Ich möchte gerne hören, was Sie denken. Ist Österreich mehr antisemitisch jetzt? Haider? Weiß ich nicht. Ja, ist schon nicht mehr da, aber seine Partei ist noch immer da und ich verstehe, die ist anti-islamistisch geworden und so weiter und Juden interessieren sich schon nicht mehr so viel. Aber doch, ich fühle es nicht, aber es steht nicht auf meinem Hirn, dass ich jüdisch bin und vielleicht sehe ich nicht so alt und ich spüre es nicht. Also es hat sich schon was geändert, die letzten 20 Jahre zum Positiven auch zu geändert. Aber 86 war die Stimmung schon sehr... Ja. Aber ich glaube, wir brauchen nicht die 86 zurück, dann gehen wir doch zum Juli zurück. Gehen wir doch in die Zeit des Gazakriegs zurück. Wir brauchen die 86 zurück. Also bis zum Sommer. Bis zum Sommer. Das war ganz in Europa generell, das ist jetzt
generelle Bewegung in Europa. Das ist ja, wo plötzlich sehr wohl bei Demonstrationen wieder gesagt hat, wir töten. Also so ist es wieder nicht. Ich glaube, also ich würde schon sagen, es gibt einen Unterschied bei den Jungen, weil mit denen kann man ganz gut reden, die hören auch zu. Aber jetzt kommt da, sagen wir, jeder redet von einem neuen Antisemitismus, der ist nicht neu, den hat es immer gegeben. Ich glaube, dass die Leute, die jetzt sich aufgeregt haben, sagen wir, über den Gazakrieg und wie böse Israel ist und wie, egal wie, dass die Leute sich jetzt einfach wieder mehr trauen, was zu sagen. Ich glaube nicht, dass jetzt ein neuer Antisemitismus gewachsen ist. Das halte ich für völligen Blödsinn. Ich glaube, den hat es immer gegeben. Das ist oft immer wieder auf. Und das ist in Österreich, das sage ich jetzt sehr salopp, das gehört irgendwie dazu. Ich weiß von vielen Leuten, gerade in Wien ist man an Juden gewöhnt. Aber geh außerhalb Wiens, geh in die Bundesländer, wo Menschen noch nie einen Juden gesehen haben und sie werden sich überlegen, ich weiß nicht, da kommt jemand mit zwei Hörnern, ich weiß es nicht. Aber wie weiß man wer? Der Schwanz. Die haben wirklich nie mit Juden zu tun gehabt, sie haben nie Juden gesehen, aber natürlich durch die Medien und jetzt wirklich mit, und dann kommt jetzt natürlich auch dazu, dass der Antisemitismus ist einerseits bei Leuten da, ohne oft, dass sie es merken. Es ist jetzt nicht immer was ganz Böses, sagen wir mal so. Und dann kommt natürlich jetzt dazu, aufgrund des Krieges und dem Nahostproblem, dass die Muslime, die hier sind, sehr wohl den Mund aufmachen und hier sehr wohl viele Sympathisanten sind der Hamas und der Hisbollah, das soll man nicht unterschätzen. Also da läuft schon einiges. Aber zur Ergänzung möchte ich sagen, also neben diesen jetzt wieder aufpoppenden Phänomenen aufgrund des Gaza-Konflikts, eben auch mit der zweiten, dritten Generation zum Teil hier lebt, zum Teil nicht alle hier lebender Türken, Türkinnen und so. Das ist aber ein generelles Phänomen in Europa, aber das spezifisch österreichische war schon, also 86, wie dieser Club hier sich gegründet hat, zur Weilheimszeit, ist es auch nochmal der spezifisch österreichische Antisemitismus, so mal so richtig nochmal aufgepoppt. Und seither hat sich schon ein bisschen was verändert. Im Allgemeinen würde ich sagen, dass wir ja in einer jahrhundertelang antisemitisch mitgeprägten Kulturleben. Und dass sich eigentlich keiner, der in Österreich lebt, auch die Juden nicht, dem völlig entziehen können. Das heißt, im Grunde genommen geht es ja darum, ob sich jemand oder eine jemandin bereit ist, sich mit dem daraus entspringenden auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da in der Hinsicht sind wir weitergekommen. Das waren die letzten 20 Jahre. Es setzen sich mehr Leute damit auseinander. Und das ist wichtig. Ja, es gibt auch sehr viele, würde ich sagen, es gibt vom Unterrichtsministerium, das heißt der Innen.at, wo Lehrer, die fahren nach Yad Vashem und die fahren auch manchmal nach Lohamea Ghetto Ort. Und die sind sehr offen. Also es gibt viele Programme, es gibt Projekte für junge Leute. Deshalb glaube ich, dass viele junge Leute auch dafür zugänglich sind. Sie hören zu. Das ist schon einmal ganz gut. Ja. Das ist Umgang mit der eigenen Geschichte. Und das interessiert sie auch. Ja. Aber es kommt drauf, ich würde auch sagen, es kommt ein bisschen auf die Altersstufe an. Mhm. Je älter, desto mühsamer. Je jünger, desto besser. Ja. Der Umgang mit der eigenen Geschichte, da hat sich einiges verbessert, so die letzten 20 Jahre. Wenn ich darf, sage ich Ihnen, was meine Großmutter mir gesagt hat. Als ich 20, 21 war, wollte ich ausreisen von Israel nach Neuseeland. Und da sagte ich ihr das. Da sagte sie mir, ich kann dir nicht sagen, was du tun oder lassen kannst. Aber eine Sache will ich dir gesagt haben. Ich habe jetzt und dein Vater, dass wir nach Palästina gekommen sind, haben wir einen großen Kreis geschlossen von 2000 Jahren. Brüchen bitte nicht auf. Du bist hier aufgewachsen, in Israel, ja. Du bist hier aufgewachsen. Du weißt nicht, dir hat niemand in deinem Leben Saujude gesagt. Das kennst du nicht. Weil du bist unter Juden aufgewachsen.
Aber lass dir gesagt sein, wir haben, die ganze Familie natürlich, haben das öfters gehört. Also das hat sie mir gesagt und ich bin in Israel geblieben. Ich möchte ein bisschen Werbung machen für Leon Kellner als Schriftsteller. Also ich bin selbst Anglist und habe Leon Kellner kennengelernt. Sie haben das geschrieben in dem Buch, oder? Hm? Haben Sie das geschrieben in dem Buch? Welches Buch meinen Sie? In der Festschrift für den... Für genau, den, ja. Genau. Ja, aber erzähl uns, wir haben das Buch nicht gelesen. Das ist, was ich euch gegeben habe. Ah, aber lass ja, ich aber nur, sind nur ein paar Seiten, also, da war damals der Platz sehr wenig. Also ich bin auf Leon Kellner gestoßen, wie ich meine Abschlussarbeit auf der Anglistik geschrieben habe. Das war einfach eins der Bücher im Bücherregal. Mir war es nicht von Anna Kellner, das Buch, die Biografie, mir aufgeschlagen, ein bisschen drin gelesen, habe ihn dadurch ein bisschen näher kennengelernt. Und Leon Kellner hat ja nicht nur anglistische Fachtexte geschrieben und auch nicht nur die Theodor Herzl-Biografie, sondern er war ja auch Journalist und Essayist. Und da gibt es wirklich ein paar Dinge, die es wirklich wert sind zu lesen. Das Humoristische zum Beispiel, das Buch Meine Schüler, wo er schreibt über seine Zeit als Lehrer. Oder auch die Kolumnen in der Neuen Freien Presse, die halt leider ein bisschen schwieriger zu finden sind. Oder gibt es zum Beispiel über die Zeit des Ersten Weltkriegs ganz spannende Berichte, wie er das erlebt hat. Also wenn man da ein bisschen sucht, findet man von Leon Kellner Sachen, die wirklich wert sind, gelesen zu werden. Auch das Buch, das er mit Paula gemeinsam geschrieben hat, über ein Jahr in England. Ja. Ist auch dann können wir ja. Sehr liebenswertes Buch. Ja. Okay, dann erzähle ich Ihnen noch was über Leon Kellner. Vielleicht wissen Sie es, ich weiß nicht. Kennen Sie den berühmten Spruch von Theodor Herzl, wenn ihr wollt, ist es kein Märchen? Altneuland? Aber das hat eine Fortsetzung, wissen Sie? Wenn Sie das Buch fertig gelesen haben, hinten steht, wenn ihr aber nicht wollt, ist und bleibt es ein Märchen. Also meine Großmutter behauptet, und nur sie, ich habe das behauptete, ja. Ich habe das von niemandem irgendwie gekriegt, dass das ein Spruch war, der in der Kanzlei von Leon Kellner war, das hinter seinem Stuhl war, Sessel war gesessen ist. Und es gibt zwei Versionen eigentlich. Eine ist, lesen Sie hinten, was da steht. Eine Version ist, er hat Leon Kellner um Erlaubnis gebeten, diesen Spruch zu verwenden in seinem Buch. Die andere ist, dass Leon Kellner es ihm angeboten hat. Auf jeden Fall behauptete meine Großmutter steif und fest, dass... Ja. Ist wer ist die Großmutter? Ist das Mobelstein? Das ist Paula. Ja. Die Leute sind da ganz neugierig jetzt. Ja, Entschuldigung. auf jeden Fall, meine Großmutter hat steif und fest behauptet, dass der Spruch ursprünglich von Leon Kellner kam. Ob das, ich kann das heute natürlich nicht. So, jetzt haben wir alle ein Gespenst von Verhältnissen im Kopf. Ich glaube, wir haben. Ja. Ich glaube, es war gut. Was du noch gesagt? Ich kann noch dieses kleine Paragraph. Oder das Gedicht? Nein, nicht okay. Das Gedicht. Ich glaube, das ist wichtiger. Ja, gut, bitte. Das hat mein Vater, unser Vater geschrieben. Ja. Wo bist du zu Hause? Wenn du antworten kannst, ohne nachdenken, Lüneburg oder Hongkong oder South Bend, ja, dann magst du Neurosen haben oder Zucker oder nur ein Bein, aber in einer Richtung bist du ein ganzer Mensch. Eine Sache ist dir selbstverständlich und entschieden. Du bist ein Sohn oder eine Tochter deines Städtchens, deine Petite Partie, County, Neighborhood. Dort verstehst du die kleinen Nuancen, die Dinge, die nicht gesagt sind, den Satz, der in der Mitte hängen gelassen wird.
Dorthin kannst du zurück, wenn es dir anderswo nicht gefällt, wenn du alt bist, wenn du Heimweh hast. Dort bist du zu Haus. Ich bin nirgends zu Haus. Oder hier und dort ein bisschen, ein wenig oder gar nicht. Und auch das ist nicht ganz wahr.